Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde The Forest Arm Forest Fucking Friday! Hoch die Hände, Wochenende! Wochenende! Ja, ist ja in Ordnung. Ey, entspann dich. Noch dazu möchte ich sagen, dass ich Urlaub habe. Zwei Wochen. Jetzt echt? Ja. Oh, fuck. Und ich muss Montag wieder. Zwei Wochen um. Herrlich. Ich werde jeden Morgen an dich denken, wenn ich mich nochmal drehe. Und an euch natürlich auch, ihr kleinen Schlingel. Wenn du mir eine scheiß Nachricht schreibst, dann kriegst du gleich so einen. Ja, guck mal, da brennst du schon. It's Burning Man. Hallelujah. So, liebe Freunde, in dieser Folge habe ich mir vorgenommen, dass wir zur blauen Fahne laufen, denn ich... Was machst du da? Kackst du ins hohe Gras? Echt? Oh, wie das aussieht. Voll ekelhaft. Ja, auf jeden Fall, Ey, das ist ein Krokodil! Das ist ein Krokodil! Renn! Jo! Alter! Tötet es! Du stirbst! Ich wusste es. Ah, ne, fängt schon geil an. Ja, heute mal eine Runde wieder ohne Community, weil ich gesagt habe, ich muss mich mal wieder ein bisschen konzentrieren hier aufs Let's Play, weil wir wollen ja auch mal irgendwann ins Finale kommen und Alter! Was denn Alter, Papa? Ja, ey, hier ist der Krokodok. Alter, jo. Ja, klar, und ich treffe ihn nicht, oder was? Ma. Zack. Hier, kriegst du noch einen. Ey, was machst du denn? Ich treffe mich sofort an. Ey, schnell! Ach, ist tot, glaube ich. Oder nein! Ah! Ey! Bitte. Ja, schnell, hau nochmal drauf! Dann bin ich tot. Lebst du noch? Ey, wie viele Schläge kann der Kroko? Wie viele Schläge kann er denn aufhalten, der Kroko? Ach so. Hau ab! Das ist aber völlig aggressiv, das Vieh. Hauptsache, du hackst ihn von hinten mal in den Arsch. Ey, das stirbt aber auch nicht, ne? Ey, schnell, Frank! Alter, nein! Warte, jetzt ist es abgelenkt, jetzt ist es abgelenkt. Oh mein Gott! Ich glaube, der eine ist tot. Nein! Er ist down. Warte, jetzt kann ich. Voll die Kroko-Hunter-Jagd hier. Braun Handtaschen. Ey, der will in sein Revier zurück. Der will ins Wasser zurück. Zack. Hast du ihn? Nein! Ah! Er greift mich an! Ich darf mich nicht mehr so oft angreifen lassen. Jetzt bin ich gleich auch tot. Wo ist er denn jetzt? Da. Ah, da. Ach, scheiße, hier, mein Klingelton ist noch an. Gib es noch. Es ist tot. Ja. Ah. Das wird eine super Handtasche. Ich sehe schon kommen. Lack und Leder von mir aus. Ich möchte jetzt nicht weiter singen an dieser Stelle. Hör mal, dann nehme ich direkt noch mehr. Ich hab alles, was ich so brauche. Boah, jetzt habe ich die übelste Kroko-Ausrüstung. Guck mal. Ich hab den Kopf. Guck mal, wie ich aussehe. So aus. Habe ich nichts Krokodilmäßiges an? Wie Schoner aus Krokodil. Ja, nur das Feinste für mich. Hier müsste irgendwo noch eins liegen. Habe ich den Kopf? Ja. Hast du. Aber ich möchte jetzt nicht, dass wir wieder unser... Hä? Okay, das, was hier lag, ist auf jeden Fall dann doch nicht tot. Es ist noch irgendwo. Hier draußen. Ich esse ein paar Beeren. Ja, ich will auch ein paar Beeren essen. Aber sind die gut hier? Bei mir sind die schimmelig. Sehr gut. Warte mal. Warum bommelt er hier so rum? Scheinen auch gut zu sein. Das weiß ich auch nicht. So, ich bin voll gut ausgerüstet. Wir können jetzt zur blauen Fahne laufen. Jetzt gibt es zwei blaue Fahnen. Das ist natürlich jetzt ein Problem. Jetzt müssen wir erstmal da hinlaufen. Wie konnte das passieren? Wir hätten nur extra eine genommen, damit wir immer finden, wo es ist. Ja, aber es gab ein Update und jetzt haben wir auch voll viele grüne und gelbe Fahnen. Ich hoffe, die blauen Fahnen sind weiterhin blau geblieben. Und es ist die Fahne, wo ich auch hin will. Was war das denn? Ich höre hier irgendwas knatschen. Ich habe Angst. Ich habe auch Angst. So, weiter geht's, liebe Freunde. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Kein Medikament, gib mir auf den Sack. Du kannst ja auch aus Kräutern Medikamente machen, aber ich weiß jetzt nicht mehr, welche Kräuter ich da gemischt habe. Musst du mal ein bisschen rumprobieren mit den Kräutern. Ich glaube, das ist die richtige Höhle. Ja. Hier ist die Höhle, wo es zur Richtung Tür geht, zur Keycard. Guck mal, da neben dir. Eine Schildkröte. Ich brauche einen Schildkröten-Lampenhalter. Oh, scheiße, ey. Der hat den Kopf eingezogen. Der ist ja drin.
Irgendwo hier war auch gerade ein Kannibal, habe ich gehört. Ey, komm, wir gehen rein. Schnell rein, schnell rein. So, new item added to to-do list. Boah, dass das immer so hakeln muss, wenn man da reingeht. Warte mal, jetzt brauche ich hier erstmal... Oh, erstmal Licht. Das geht mir schon wieder auf den Sack. Ich habe nicht genug Stoff, ich weiß es jetzt schon. Aber ich will jetzt wissen, was hinter dieser Tür ist, verdammt. Ist doch irgendwo einer. Ja, ist wahrscheinlich auch der von draußen, den du hörst. Gehe ich jetzt mal von aus, hoffe ich. Hä? So, warte mal. Schreiten hier. Inventar. Normalerweise müssten die ja jetzt alle tot sein, die hier waren. So. Gönn mir mal eben so und dann mach ich mal Licht. Aber nach Fahne. Warte auf mich, warte auf mich. Juhu, ich komme. Ich muss los, ich muss los. Bist du schon aufgeregt, Frank? Aufs Finale? Ja, sicher. Aufs Finale. Ja, was hinter der Tür ist. Auf jeden Fall. Also eigentlich müssten hier alle tot sein, weil hier waren wir ja schon und normalerweise soll es jetzt so sein, dass die nicht mehr respawnen. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wo wir lang müssen. Alter, war das hier richtig? Alter Verwalter, so. Oh je, das wird wieder ein langer, steiniger Weg. Ich weiß es jetzt schon. Echt, dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Schwierig, wenn einer langsamer redet. Ey, schwer. Schwer. Er wird sehr so schwer. Ich weiß nicht, ob das hier richtig ist. Ne? Ich laufe einfach. Vielleicht hätte ich mal... Nach. Alles beim Alten. Oh ja, Klaus. Klaus brauche ich. Klaus ist gut. Louis Vuitton vom Feinsten. Klaus ist gut. Klaus brauche ich ganz viel. Ey, ich auch. Dann nehme ich alles mit. Aber ich brauche lieber Parfüm. Die Parfüm. Pillen. Parfüm. Er braucht ein bisschen Eude-Toilette. Ey, Eude-Kloschar. So, warte. Hier ist wieder gar nichts drin. Ich hasse das. Wenn ich Holzkisten aufmache und da ist einfach nichts drin. Was soll das? Dynamit. Wo? Dynamit, habe ich doch alles. Ja, ich bin voll. Randvoll bin ich. Randvoll mit solchen Sachen. Alter. So, warte mal. Jetzt müssen wir hier wieder mit der Kletterhaken. Der Kletterhaken meines Vertrauens. Ja, auch meines Vertrauens, möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Alter. Ey, du bist in mich reingehackt. Ich bin tot. Nee. Nein. Ich wollte schon sagen. Wo muss ich hin? Weiß ich auch nicht so richtig. Wir gehen einfach mal runter. Ich glaube, das war richtig. Ich hoffe. Eh gar nichts. So, ich bin unten. Oh. Ah, hier müssen wir noch weiter. Das ist ja wieder die Klettertour des Jahrtausends hier, Freunde. Ey, hau, hack ihn rein. Ich bin gespannt, was hinter der Tür ist. Und wenn mich das nicht aus den Socken haut, dann raste ich aus. Ey, wie mir zu viel versprochen wurde, wo? Ja, ich weiß es ja nicht. Ich weiß es ja nicht. Seit Jahren warte ich jetzt nur auf diese eine Tür. Auf diese eine Tür. So, aber schon mal schön, dass hier unten keine mehr sind. Die haben wir ja alle weggemacht. Hier ist nochmal Andre Agassi. Hä, aber hier war das doch nicht, oder? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass das so aussah. Das war hier. Ja? Oh, hier sind Koffer, die nehme ich auch mit. Alles mitnehmen, was du kriegen kannst, Frank. Bitte. Tennisbälle? Komm mir gleich nicht wieder an, du hättest nichts. Snacks, Alkohol, alles. Ah! Uhuhu! Boah, jetzt hab ich mich schon wieder erschrocken, die Scheiße. Hier sind zwei. Die haben wir letztes Mal vergessen. So, komm her. Hör mal, du nackter Mann. Zieh dir mal was an. Du hast noch nicht mal einen Schniepi. Ich bin rein. Ist dir mal aufgefallen, dass die echt keinen Schniepi haben? Warum haben die keinen Schniepi? Finde ich irgendwie diskriminierend. Und möchtest du dich zu den Schniepis nicht äußern? Ey, die Schniepi-Bande. Was ist da? Mundgeruch. Au! Au! Ey, du hackst auf mir rum. Immer hackst du auf mir rum. Ey, ich hack auf allem rum, was hier nicht alle mal drauf. Was ist das denn? Ach, guck mal hier, ich habe einen Kanister gefunden. Kanister? Mhm. Ich auch. Oder ein Tornister, man weiß es noch nicht. Hä? Ist ein Feuer. Was schwebt denn hier in der Luft? Das entzünde ich mal einfach. Was ist das denn? Was ist denn das hier? Was ist das hier, was hier in der Luft schwebt? Siehst du das auch? Ja, ein Radio. Ein Pedometer. Ach, das haben wir doch schon mal gefunden. Das Pedometer? Ja. Kennt ihr mit Pädophilen oder was? Ja, hab ich doch letztes Mal auch schon gesagt. Das Pedometer, ey. Ey, das Pedometer. Damit entdeckt man Pädophile schon auf 500 Metern. Ey, hallo.
Aber ist jetzt noch richtig gelaufen, jetzt sollen wir zurück oder nicht? Ja, ich muss mal hier meine Map rausholen immer. Es wird Zeit für eine Map. Hä, warum ist meine Map gelöscht? Das macht mir irgendwie Angst. Hä, meine Map ist auch wieder gelöscht. Das ist doch scheiße. Hä, wo ist das hier? Wo bin ich? Hilfe. Das ist alles so dunkel und ich kann nicht mehr so viel Stoff. Es tut mir leid für die Leute auf YouTube, wenn es ein bisschen dunkel ist. Aber ich kann nicht mehr so viel Stoff benutzen. Das würde mich in den Ruin treiben. Stoff. Und Schnaps. Alter, musst du mir mit deinem Hodensack ins Gesicht springen. Ekelhaft. So dicke Hoden. Kann ich auch mal baumeln lassen. Zu viel Information, zu viel Information. Hundewelpen. Aber Jasmin, wo sind wir hier? Ich weiß es nicht, weiß auch nicht mehr wie. Hier ist eine komische Wand. Das kann nicht richtig sein. Wo sind wir denn jetzt hergekommen schon wieder, ey? Weißt du, ich bin 5 Minuten hier und hab mich schon wieder verlaufen. Weißt du, weil auf Frank ist ja auch wieder null Verlass. Dass der sich mal irgendwie an den Weg erinnert, dass der mal hier den Ton angibt. Nein. Hat er mal 2 Folgen so getan, weißt du? In den letzten 3 Folgen brauche ich das auch nicht mehr, verstehst du, von 75, die wir hatten. Den Ton angeben. Ach, du hast mir sofort immer Mundtot gemacht. Mundtot. Du bist echt so bekloppt. Wenn man hier einmal aufmüpfigen wurde, dann wird man ja gleich bestraft. Ja. Aufmüpfigkeit dulde ich hier nicht. So. Hä, wo zum Teufel bin ich denn jetzt? Ah, dieser komische Wanderführer. Mann. Ja, aber das muss doch jetzt hier irgendwie... Irgendwoher sind wir ja jetzt gekommen. Lies die Karte, Mensch. Irgendwoher sind wir ja jetzt gekommen. Warte mal. Was sagt mir denn, wenn ich hier lang gehe? Da sagt er mir gar nichts, ne? Ne, von hier kommen wir doch, oder nicht? Ja, sicher, von da kommen wir. Hier muss irgendwo noch ein Weg durchführen. Oder irgendwo rechts, oder nicht so rechts ab mehr. Warte, hier glaube ich. Alter! Ich bin fast hinterher gesprungen. Hä? Wo geht's denn da hin, ey? Wo? Das ist aber doch auch nicht richtig. Wo sind wir denn hergekommen? Aber bin ich jetzt bescheuert oder was? Ist hier irgendwo eine Kletterwand? Der sagt mir immer, ich bin da. Kommt da so ein Podest runterher oder nicht, wo man so gleich durchgehen konnte? Und dann kann man auch immer gerade. Das war doch irgendwo hier so mehr links. Warte mal, wo lang geht's denn hier? Hey, hier, Miss Mean. Wo? Miss Mean. Miss Mean. Wo? Hier bin ich. Da kamen wir her? Nee, da geht's weiter, glaube ich. Ja? Nee, da haben wir doch jetzt gerade das Pedometer gefunden, oder nicht? Ja klar, hier haben wir sie weggemacht. Dann? Ja, hier ist das Pedometer. Hier geht es auch nicht weiter. Nee, hier geht's einfach nicht weiter. Wir müssen doch jetzt irgendwo hergekommen sein. Mach ich Alzheimer oder was ist los? Dann können wir ja nur von links kommen. Dann können wir ja nur... Hier nicht. Hier auch nicht. Wir sind hier runtergekommen. Und dann sind wir entweder hier durch. Wo mehr Licht, Alter. Oder war das doch von hier? Alter, jetzt haben wir uns so verlaufen, oder was? Wo bist du denn jetzt wieder hingelaufen? Warte mal, ich schmeiß mal hier was runter. Ist hier gerade ultra laut. Ich schmeiß mal eine Flare. Da ist ein Seil. Hä? Alter, ich werde hier voll runtergesogen. Trau mich nicht. Da ist Wasser. Wo? Ganz unten geradeaus. Das schaffen wir doch nicht. Aber schaffen wir es vielleicht darüber zu jumpen?
Nee, das schaffen wir auch nicht. Nee. Aber von da sind wir auch nicht gekommen, Alter. Ey, das ist voll cool, so eine Flare in der Hand zu halten. Das ist auch voll hell dann alles. Dann können wir ja nur von hier gekommen sein. Irgendwo muss doch die Kletterwand sein, oder? Ja, genau, die suche ich ja die ganze Zeit. Hier! Ja, von da sind wir gekommen. Ja, da müssen wir da mal eben wieder zurück. Wir müssen auf jeden Fall da runter, wo da, weißt du? Da, wo jetzt die anderen alle waren, da. Wo da unten weiterging. Du weißt wo. Nein! Ey, was, Alter? Jetzt bin ich runtergefallen, weil ich mir den Kopf gestoßen habe, oder was? Was ist das denn für eine Scheiße? Eh nichts mehr. Warte mal, ich muss mal hier rüber. Geh mal jetzt hier rüber. Ist die Frage, komme ich von hier? Warte mal, jetzt muss ich mal eben gucken. Komme ich von hier? Von hier kommen wir, ne? Ja, von hier auch noch. Ich raff gar nichts mehr. Wie sind wir denn da hingekommen, ey? Freunde, ich bin verwirrt. Ihr merkt's vielleicht. Verwirrt ist ja kein Ausdruck. So viel Urlaub hast du schon wieder gehabt. Gar keinen Urlaub gehabt. So, warte. Jetzt komme ich mal zu dir darüber. Mach Platz. So. Dann müssen wir hier mal gucken, ob es hier irgendwo weiter ging. Wo mehr Licht? Eine Flare in der Hand. Eine Flare spendet Licht. Eine Flare? Ja. Eine Flare. So. Die halten auch relativ lang. Ne, Frank, hier kommt doch wieder der Ausgang, oder nicht? Glaub ich auch. Ah, nee. Ah, nee. Nee, doch nicht. Ah, nee. Ah, nee. Ah, nee. So, wo geht's hier lang? Hier geht's einfach nirgendwo lang. Ah, warte mal. Jetzt sind wir hier unten. Okay. Und da sind wir gekommen. Hier sind wir hergekommen, quasi. Nein! Bist jetzt runtergefallen? Passt, Alter. Da sind wir durchgekommen, genau. Ja? Ja. Wir müssen irgendwie da runter. War hier nicht das Seil? Ja, aber wo? Da ist ein Seil, ja. Hier sind wir runtergelaufen, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, ne? Ohne Scheiß nicht. Oh, nicht, aber ich kann so vieles nicht gehen. Das hat sich doch hier alles wieder verändert, die Höhle. Sah doch vorher nicht so aus. Ich habe eine Taschenlampe gefunden. Und ich bin wieder rot. Und einen Pinsel habe ich. Ich habe einfach alles. Ich habe einfach alles. Hui! Jetzt sind wir, glaube ich, wieder richtig. Geht's noch weiter runter? Ja. Ja, geh mal. Ab dafür. Uhu. So. Freunde. Ich bin so gespannt. Seid ihr es auch? Ich hab voll Hunger und ich hab voll Durst. Also die heutige Folge wird noch kein Finale, aber die nächste könnte schon soweit sein. Hui, hallo. Hallo. Hier kannst du Essen machen, wenn du willst. Ja, will ich. Ja, warte. Dann gönne ich mir nämlich auch. Ich habe noch Fleisch. Hast du Fleisch? Oder soll ich drauflegen? Ich habe noch Fleisch. Okay. Einfach reinlegen, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist nicht die Höhle. Hä? Was soll ich da drauflegen? C oder was? Ja. Und Bart, wie war deine Woche so? Ey, frisst du jetzt mein Fleisch? Du hässlicher Typ, ey. Was ist damit, Alter? Ja, ist vergiftet. Zu Recht. Find some water. Achso. Machst du wieder den Breakdance und weiß wieder nicht warum. Alkohol. Ah, nee, ey. Herrlich, Freunde. Unprofessionalität ist hier wieder an der Tagesordnung. Falls dir die Folge gefällt, gerne einen Daumen nach oben da lassen an dieser Stelle. Ich werf's einfach mal so rein.
Ey, ich hab voll Durst und ne, Durst habe ich jetzt keinen mehr, ich brauch Tabletten. Dann trink. Also entweder ist das. Warum habt ihr alle verfolgt? Ich hab ja mal live Instagram gemacht. Hast du gemacht? Ja. Warum war ich nicht dabei? Weiß ich nicht, alle haben's gesehen. Und? Wie war's? Alle fanden's toll. Es war nice. Es war very nice. Könnt ihr mal sehen. Der Bart macht sogar live Instagram. Könnt ihr ihm folgen? Dann seid ihr auch demnächst live dabei. Live. Wir waren live bei der Rote GP. Wir waren live bei ganzen Roses. Wir waren überall live. Echt? Toll, ey. Warum hab ich das nicht gesehen? Du hast alles gegönnt. Scheiße. Freunde, habt ihr schon wieder mehr gesehen als ich? Also entweder ist das hier nicht die Höhle oder die sieht einfach anders aus als vorher. So sah die doch nicht aus, ey. Bist du breit im Schädel oder was? Ja, also mir kommt das nicht so vor, als ob das hier dieselbe wäre. Wo ist es denn jetzt? Was geht denn jetzt? Ach, jetzt hier. Müssen wir wieder Klettermax machen, ey. Oder? Nee. Hä? Ach, hier liegt die heilige Bibel. The Holy Bible. Okay, wir müssen wieder hoch. Da müssen wir einen anderen Weg wählen. Da gehen ja noch mehrere Wege. Dieser Weg ist so scheiße. Warte mal. Wir müssen darüber. Boah, jetzt habe ich die ganze Zeit wieder diese fucking Bibel in der Hand. Entschuldigung, habe ich nicht gesagt. So. Und runter. Runter. Danke. Wo ist so die Bibel jeden Tag? Bitte? Jetzt hin. Was mache ich? Du liest doch die Bibel jeden Tag. Natürlich. Jeden Abend. So. Hör mal, ey, bist du hier ganz unten? Bist du, es ist ja eine Weltreise, ist das ja. Da sind ja schon wieder 8 Folgen vergangen, bis du unten bist. Das ist die nicht die Höhle. Das ist doch eine verkehrte Höhle wieder. Das ist die Höhle, ich bin mir sicher. Ich bin safe. Ich bin einfach nur safe. So. Okay, ehrlich gesagt, safe bin ich mir nicht. Ah doch, guck mal hier. Doch, das ist die Höhle. Nein! Was ist denn jetzt passiert? Komm hier nicht weg. Das ist die Höhle. Es ist die Höhle. Oh, oh Baby. Ja. Komm schnell, Bruder Herz. Hier ist unser Shelter! Hey! Yeah. Lass mal speichern. So. Da war keine Luft mehr. Ich auch nicht. In der letzten Kondition habe ich es noch durchgezogen. Ich auch. Oh, gut. Nee. Jetzt weiß ich auch wieder, wo lang! Haha! Ich auch. Hier, nimm den Airtank mit, den brauchst du gleich. Nimm den mit, der hier liegt. Ich habe auch einen. Wo ist er? Hier in der Ecke liegt einer. Aber ich gehe davon aus, dass du keinen hast. Da könntest du vielleicht recht haben. Hast du ihn? Ich habe ihn doch, Mensch. Ja, dann nehme ich den auch nochmal. So. Und runter! Whee! Jetzt geht's auf jeden Fall nochmal. Ah, ne, so tief geht's gar nicht. Ich dachte, es ging tiefer. Aber so tief war es dann doch nicht. So, warte mal, jetzt muss ich mal eben überlegen. So, und was ich nicht verstehe, ist, warum meine ganze Karte gelöscht ist. Das ist eine Unverschämtheit. Meine Karte war ja schon hier komplett ausgefüllt. Jetzt muss ich mal eben überlegen, wo wir überhaupt lang müssen. Ich weiß auch nicht mehr so genau, aber hier sind wir richtig. Ne, ich glaube nämlich, hier sind wir falsch. Ich glaube, hier waren wir falsch. Hier sehen wir jetzt, glaube ich, gleich ganz zum Schluss das Loch da von hinten. Kann sein, aber die Ausdauer des Todes ist wieder da. Oh, Freunde, ob das hier mal richtig ist, ich weiß es nicht mehr. Ey, ich wusste nur, dass wir irgendwann mal so rechts unter so einem leichten Ab... gehen mussten, aus so einem Felsen noch. Dann kam die Tür irgendwann. Ja. Das weiß ich auch noch. Weißt du, hätte ich jetzt meine Karte noch, wäre das ja alles viel einfacher. Aber jetzt weiß ich, habe ich ja keine Karte mehr. Ne, hier war falsch, das weiß ich. Da war falsch. Irgendwo noch hier rechts sein und dann darunter. Das war, glaube ich, durch so ein Holzbrett durch. Warte mal. Hier sind wir rausgekommen und dann war das, glaube ich, hier irgendwo rechts. Oh, die Ausdauer wieder, ey, das nervt. Wo bist du hingelaufen? Hier. Er kommt da hin mit seiner Leuchtfackel.
Ab hier sind wir richtig. Das weißt du auch. Hier sind Medikamente. Gott sei Dank. Oh, ich weiß es echt nicht mehr. Also ich müsste jetzt raten, wenn ich ehrlich bin. Aber wir finden den Weg, Freunde. Wir finden ihn. Wir werden es schaffen. Wir sind so nah dran am Ziel. Wir sind so nah dran. So nah. Ey, ganz nah. Nee, hoch war falsch. Hier mussten wir lang. Hier mussten wir lang, oder? Hä? Nee, hier mussten wir nicht lang. Oder? Nee, das war doch hier irgendwo hier. So rechts so. Also zurück. Ich bin Seil? Ja, das ist falsch, das Seil, oder? Das Seil ist falsch, das weiß ich. Glaube ich. Ehrlich gesagt weiß ich gar nichts mehr. Das ist doch scheiße, dass die Karte jetzt gelöscht ist. Hätte ich die Karte noch, wüsste ich natürlich sofort, wo wir hin müssten. Das ist alles die Karte schuld. Und dieser Ausdauer, rast dich aus. Los, fress diesen Energy Mix. Talker Baby. Ja. Ich bin jetzt wieder User im Boy. Ich kann jetzt wieder sprinten. Oh, was hast du gemacht? Ein Energy Mix gegessen. Was ist denn ein Energy Mix? So, aus Pflanzen. Ist auch ein Energy Mix. Hauptsache, wie du mir genau hinterher rennst, Alter. Du bist der Fremdenführer. Ja, anscheinend nicht. Hier! Hier ist es! Durch so ein Holzbrett durch. Ich hab's gewusst. Hier müssen wir lang. Pack rein, geht's. Sag es, sag es! Freunde, wir sind so nah dran! So nah! Ey, so nah! Doch so fern! Hui! Genau, und hier haben wir dann aufgesprengt. Dahinter waren diese 3, 4, 5-Armigen. Freunde! Oh, warte, ich muss noch mal irgendwas essen. Ach. Oh, da kann ich nichts essen. Ja. Boah, er stimmt jetzt wieder nicht, Alter. Er stimmt jetzt wieder wie eine Quauquappe. Mal eben hier die Frisur richten. Ich sehe nämlich gerade, das sieht komisch aus. Ich habe mich übrigens heute schwer verletzt, Freunde. Guckt euch an. Ich habe mich am Papier geschnitten. Und ich habe mich Donnerstag an der Zuckerbatten-Einhornpackung geschnitten. Versteht ihr, Freunde? Versteht ihr? Ich habe mich wenigstens noch am normalen Papier geschnitten. Tut mir leid. War Zuckerbatten-Einhorn. Ich denke, meine Zuschauer können das einfach nur nachvollziehen. Was du da? Ich kletter. Was Warum? Total sinnlos ist, ich weiß. Blöder Affe. Hey, warum tut sie das uns nur an, Freunde? So, hier ist die Tür. Juhu! So, warte mal. Oh, ich bin so gespannt. Ich bin so aufgeregt und freue mich und alles irgendwie. Alter, ich erschrecke mich immer voll, wenn die scheiß Tür zugeht. Meine Tür. Maria, Maria. Ach ja, der Weg des Tunes, Alter. Ist mir aufgefallen, man kennt immer nur den Text von Maria, Maria, aber was der dazwischen singt, das weiß keiner. Ne? Doch, das ist genauso Maria, wie von Dingens, von Ricky Martin. Un, dos, tres. Irgendwas auf Spanisch. Maria, un, dos, tres. So, und jetzt kommen wir hier ins Loch und dann müssen wir tauchen. Auch noch. Ja, jetzt sind wir erstmal im Loch. Alter, geh doch durch. Oh nee, Alter. Oh, 3 Stunden später, ich krieg's Kotzen. Also ach ja, wir sind ja jetzt erstmal in dem Loch hier, Alter. Ja, ihr seht das noch. Oh, das sieht ja schön aus, du. Endlich mal wieder Tageslicht. Alter, jetzt müssen wir auch noch tauchen. Ja, deswegen sag ich ja, nimm den Erdtank mit. Du hättest ihn wahrscheinlich wieder liegen lassen. Den habe ich liegen gelassen. Ach, halt's Maul. Den liegen gelassen, ist mir scheißegal, Alter. Dann was fressen jetzt? Geht mir so auf den Sack. Du siehst die Tür dann heute nicht, Alter. Exklusiv auf meinem Channel. So. Hauptsache, er tut ihn auch dann wechseln, den Tank. Nicht, dass er wieder sagt zu mir, warum geht das nicht? So, warte. Jetzt nimmst du das Dingen. Ne, aber erst tust du das in die Mitte. Warte, erstmal komme ich jetzt. Unequipped. Habe ich jetzt unequipped? Ja. So, jetzt drück ich jetzt mal an. So. Jetzt nimmst du das Ding und einen so ein Air-Kanister. So, habe ich jetzt. Das Ding habe ich jetzt auf.
Ich hoffe, jetzt funktioniert. Ich probiere. Warte, in den Ecken muss ich jetzt noch alle reinmachen, irgendwo. Ja, ich glaube. Versuch mal, aber geht, glaube ich, irgendwie nicht, ne? Nee. Ja, warte, ich versuch mal eben. Ich tauche mal eben eine Runde. Ich guck mal eben. Ja. Hält auf jeden Fall lange. Guck du mal auch. Der blaue Balken, ob der länger bei dir hält. Nur einfach mal untertauchen. Ja, untertauchen. Noch unter Wasser, oder nicht? Nee, bei mir bist du wohl immer was. Doch jetzt? Warte. Hält, ne, der blaue Balken? Ja, der hält. Okay, komm hier ins aber Loch. Frank, zieh's einfach durch. Nein! Zieh's einfach durch. Schwächel bitte nicht. Folge mir einfach unauffällig. Alter, ich sehe gar nichts. Ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, wo es hier lang geht. Das kann ja wieder was werden, ne? Hey. Noch ein bisschen verschwommen, da konnten sie die Sicht nicht machen, Alter. Weißt du, so eine riesen Taucherausrüstung hat er, aber eine Taucherbrille, Alter. Die hat er nicht gefunden, oder was? Ey, die Kloake. Das ist bestimmt ja das Abwasserrohr von den ganzen Typen, die hier wohnen, ey. Was ist das hier Geheimnisvolles? Ach du Scheiße. Ach, am Brett. Brett vom Kopf. Oh, guter Witz. You're cold and wet. Build a fire to get dry. Das ist einfach zu hart für mich. Ja, dass ich cold and wet bin, ist ja klar, ne? Ich bin ja auch unter Wasser. Too much. Alter, was sind da auch für Partikel hier rum? Schon ist ja ekelhaft. Kloake Water, ey. Ey. Auf, auf. So, aber jetzt funktioniert das auch mit dem Airtank, ne? Kann auch mal Luft holen. Ja, ich hab noch nicht mal ein Viertel. Ja, das war ja der Overfail, Alter. Wenn uns das jetzt wieder passiert, wären die Leute, glaube ich, hätten die alle auf deabonnieren gedrückt. Und womit mit Recht. So. Blubberbernd. Ich glaube, ich bin wieder da. Ich bin wieder oben. Ich bin so gut wie oben. Ich bin so gut wie oben. Ich bin an deinen Füßen. Du tauchst ja mal tiefer. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl hier, ich komme ja gar nicht mehr oben an. Alter, wie weit geht's denn noch? Ich meine, das Ding hält ja... Ah, da. Wollte schon sagen, das Ding hält ja lange, ne? Aber so übertrieben jetzt auch nicht. Uhu. Oh, hier wird die Stimmung schon geheimnisvoller wieder. Hier ist noch ein Zettelchen. Alter, mein Gott. Das ist mein Bild. Finger weg. Das ist von meinem Sohn. Ein Flugzeug. Ist ja ekelhaft. So. Ureinwohner, Ureinwohner, Ureinwohner. Alter. Waffe. Ja, wo springt er denn hin? Ganz ruhig, mein Freund. Und nicht ausweichen. So kann ich schon mal gar nicht leiden. Was macht er denn jetzt? Wirft er mit Steinen um sich oder was? Du Gesichtsapputierter, ey. Ey, der ist fast alle Steine auf dich gefallen. Ja, ey, der hat den, glaube ich, auf mich geschmissen. Hier lacht doch noch einer dreckig. Wer ist es? Wer ist es? Wo seid ihr, Behinderten? Kennst du das Spiel noch? Wer ist es? Das habe ich mal voll gerne gespielt. Ja, kenne ich. Mit den Karten. Da muss man immer erraten, welchen Typ man hat oder welche Frau. Hier ist unser Shelter. Den kann ich jetzt, glaube ich, mal zu Ende bauen. Sollen wir den hier zu Ende bauen? Warte mal, wie viele Stickies hast du? Ich habe genug. Ich habe 9. Wie viel hast du? Nicht zu Ende bauen. Wie viel hast du? Weiß ich nicht. Guck mal. Stickies. Wo steht das denn? Ja, oben. Oben? Bei den Stickies. Dann habe ich keinen. Oh, dann müssen wir den zu Ende bauen, damit wir hier speichern können nachher. Wo habe ich den? Habe ich keine Stickies? So, komm. Ich will jetzt erstmal die Tür aufmachen. Ich will es jetzt hinter mich bringen. Keine Energie mehr, ich habe kein Essen mehr, ich habe nichts mehr. War das so? Ey, das hat mir, kommt mir irgendwie immer so vor, als ob die hier umgebaut hätten, während ich weg war. Wohl, ein Scherz ist das doch. Eine Mücke. Jetzt muss ich hier wieder wo? Jetzt hingegangen. Ja, da runter. Muss ich erstmal Licht anmachen, Alter. Es ist jetzt wieder hier so zappenduster. So. Jetzt kann ich hier runter. Ja, sehr gut. Warte, bist du wieder da oben? Ja. Boah, sie rennt voll los, Alter. Wie so ein Angestochener. Ja, ich bin jetzt aufgeregt. Wir haben es gleich geschafft. Dann haben wir die Tür auf. Zumindest schon mal etwas. So, Freunde. Hä? Das war doch vorher nicht so. Das ist doch alles hier umgebaut worden.
Ah doch, das war wohl so. War nicht so, es war alles umgebaut worden. Alter, ich hab Krampf im Bein. Alter. Das ist schön, das ist ein herrliches Gefühl, oder? Ah. Vor allem, wenn der Krampf einfach nicht mehr aufhört. Da, oh, hinten ist einer, da hinten ist einer. Ist es? Ja. Wer ist es? Das würde ich auch gern wissen. Den schnapp ich mir jetzt. Komm mal her, mein kleiner Kamerad. Boah, was das jetzt ist mit der Ausdauer. Das ist einfach so schwul bei dem Spiel. Ja, das stimmt. Das ist echt nervig. Sehe ich auch so. Komm her. Brenn. Brenn. Hier, ich zieh auch nochmal an. Oder jetzt, guck mal. Was denn? Ja, abging, Alter, so. Hab ich nicht gesehen. Ey, wie so ein Sextourist. Wie so ein Sextourist. Woher weißt du, wie ein Sextourist macht? Weil ich einer bin. Ich wollte es jetzt nicht sagen, aber ich hab's mir schon gedacht. So. Ey. Ja, die Ausdauer, die ist echt. Die ist echt zum Weinen, kann man sagen. Der größte Raucher, der hat nicht so eine Lunge, ey. So, ich glaube, jetzt ist es soweit. Freunde! Boah, Alter, er schwimmt immer noch, Alter. Er schwimmt 2,5 Stunden. Im Planschbecken. Ja, ich wollte nur noch mal eben kurz checken, ob ich die Keycard noch dabei habe, Alter. Stell mal vor, sie wäre jetzt weg gewesen. Ey, dann hätte ich nie wieder Faust gespielt, glaube ich. So, Frank, bist du soweit? Nein, ich komme. Oh mein Gott, es ist soweit, es ist soweit, ich stehe bei dir. Hätten wir davon eigentlich nicht speichern sollen? Ja, machen wir jetzt gleich nochmal. So. Frank, bist du soweit? Drücken Sie die Karte. Los geht's! Oh oh. Alter! Das ist ein Wohnzimmer? Alter, was ist das denn? Ist es? Eine unterirdische Basis? Hier geht's auch nochmal hoch. Ich will erstmal hier weitergehen. Kann man hier aus aufhacken? Ne. Brauch den Akkuschrauber. Hier kann man sich nochmal anmalen. Kann ich auch nicht kaputt machen. Ne, wir müssen da hoch. Alter, was ist das denn? Wie geil, Alter! Ja, ich würde sagen, hier beenden wir die Folge, oder? Auf jeden Fall. So richtig schön gemein. Ja, liebe Freunde. Ja, die Folge geht ja jetzt auch schon lange. Nur, es tut mir leid. Was soll ich machen? Wir sind den ganzen weiten Weg hier hingelaufen. Aber wir haben die Tür geöffnet. Ach komm, da hoch gehen wir nochmal eben kurz. Das will ich jetzt selber sehen. Da kann ich selber nicht bis Forest Friday warten. Alter, was ist das hier? Welt. Hier liegen Knochen und eine Uhr und alles Mögliche. Alles mitnehmen. Hier geht's auf jeden Fall weiter. Oh mein Gott. Ja, liebe Freunde, wo es da hinten hinführt und was uns hier jetzt erwartet, das werden wir auf jeden Fall im nächsten Forest Friday erfahren. Ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse. Aber so bleibt die Spannung erhalten und ich denke, nächste Woche könnte dann schon das Finale sein. Bart. Dann ist es soweit. Kannst du dir das vorstellen? Ist die Zeit vorbei. Ja. Mit Forest Friday. Ja, vielleicht machen wir dann zwischendurch nochmal einen kleinen Forest Friday. Aber erstmal müssen wir es schaffen. Vielleicht gibt es ja noch 20 Folgen, weil wir noch 7 Das kann natürlich auch sein. Wir wissen ja jetzt nicht, was kommt. Passiert. Ja, wir wissen ja jetzt nicht, was kommt. Also je nachdem, was jetzt passiert, brauchen wir vielleicht auch noch 20 bis 30 Anläufe. Also von daher, macht euch jetzt keine Sorgen, dass nächste Woche vorbei ist. Nächste Woche ist wahrscheinlich noch nicht vorbei. Eben, der Bart hat nämlich nichts zu fressen, nichts zu saufen. Es kann bitter werden. Ja, toll. Dann bist du ja super ausgerüstet. Ja, warte, was hab ich denn überhaupt mit? Kann ich mal kurz gucken? Ja, warte, ich guck auch mal. Ich habe noch 3 Whiskyflaschen, 3 Snickers, 3 Fleisch, Blairs habe ich noch, 1 Dynamit, Pillen habe ich 5 Stück, Airtank, das war's. Ja, läuft ja. Also, ich habe noch 4 Cola, 8 Snacks, 3x Fleisch, 15 Knochen, 7x Alkohol.
Ich habe noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Molotov-Cocktails. Ich habe noch Dynamit 4 Stück, 2 Flares. Da kannst du uns ja retten, Alter. Nummer 3 Airtanks habe ich noch. Also ich bin auf jeden Fall, ich habe das Katana, ich habe einen Tennisschläger, ich habe einen Hammer. Ja, hab ich auch alles. Ich habe den Knüppel, ich habe 10 verschiedene Äxte. Also Katana, Old Gun, Alter, dicke Axt, kleine Axt, mittlere Axt, kleine Holzaxt. Und das Wichtigste, ein Kochtopf, den habe ich auch noch mit. Ey, Kohle ohne Ende habe ich auch. Ja, Kohle ohne Ende. Also wir können zur Not den Endgegner auch bezahlen, falls es dazu kommen sollte. Eben. So. Hau rein. Ich habe noch ganz viele, Platinen. Ja, alles klar. Okay, liebe Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und den Bart natürlich auch. Also schaut auch mal bei ihm vorbei. Und falls ihr ihn noch nicht abonniert habt, solltet ihr das tun. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, sei da selber schuld. Echt? So, und ja. Gemeiner Cliffhanger, ich weiß. Aber nächste Woche geht's ja dann weiter und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und ich würde sagen, liebe Freunde, ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Feiert ordentlich, ja? Betrinkt euch, wenn ihr über 18 seid. Auch mit 16 schon. Das dürfen wir natürlich nicht sagen, aber Freunde, habt einfach Spaß, habt eine gute Zeit. Ihr wisst ja, Wochenende ist nur einmal die Woche. Sex, Drugs und Rock'n'Roll. So sieht es nämlich aus. Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Das ist unser Motto. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ich sage, bis demnächst. Hau rein! Tschüss!